die Glasschüssel gespült mit unserem Clancy und mit unserem Hurricane. Und heute zeigen wir euch, wie wir mit unseren zwei neuen Küchenhandtüchern am besten das Geschirr abtrocknen. Da haben wir zum einen unsere Helene und unseren Flori. Die richtigen Namen sind Short Dry und Long Dry. Und die werden wir euch jetzt näher zeigen. Viel Spaß! Wie ihr seht, steht unsere Glasschüssel jetzt als allererstes auf dem Flori. Da das Flori sozusagen unser Abtropfgeschirrhandtuch ist, es nimmt Feuchtigkeit super schnell auf und ist dafür gut geeignet, die großen Töpfe oder auch große Pfannen abzutrocknen. Wenn ihr ganz normal die Glasschüssel sauber machen wollt, nehmt ihr die Helene. Das ist ein Geschirrhandtuch, was fusselfrei ist und super dafür geeignet ist, streifenfrei auch euer Glas sauber zu machen, wenn ihr mit Hand spült. So, die Glasschüssel ist sauber und abgetrocknet. Was wir euch aber in der Küche nicht vorenthalten möchten, ist unser Millionending. Statt millionenfach davon braucht ihr nur einmal eins davon. Denn das Millionending ist ekozertifiziert und besteht aus Bambusfasern. Bambus wächst stetig nach und jeder, der schon mal Bambus im Garten hat, weiß, wie schnell das geht. Ihr seht hier, dass das Millionending doppelt gewebt ist und ganz wichtig, nur mit kaltem Wasser verwenden. Aber seht mal selbst. So, jetzt zeigen wir euch unser Millionending. Wir haben hier, schaut mal, ein bisschen Öl und ein bisschen Ketchup vermischt. Jeder kleckert ja mal, besonders wenn man vielleicht kleine Kinder hat. Das Millionending mit kaltem Wasser feucht machen, gut ausbringen, auf den Fleck drauf, abnehmen. Und es saugt komplett auf. Hier seht ihr auch schönes Öl. Und hier ist alles öl- und fettfrei. Wichtig ist, nach der Anwendung wieder mit kaltem Wasser bei 4-mal rubbeln. Dadurch, dass es doppelt gewabt ist, kann man es auch schön auseinanderziehen. Wer kälteempfindliche Hände hat, kann natürlich auch etwas wärmeres Wasser nehmen. Aber wichtig ist, kein heißes Wasser, denn das ist unser Millionending mit kaltem Wasser. Und dadurch, dass ihr das mit kaltem Wasser verwendet, fängt es auch nicht an zu stinken. Und habt locker eine Woche davon. Auch schön 60 Grad waschbar, ohne Weichspüler und bitte nicht in den Trockner.